meine Pupas, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch, was ich in den letzten Monaten, circa seit November, Ende November, in meinem Postfach drin hatte. Oh mein Gott, falls euch das interessiert, dann bleibt dran. Das Video wird lange, sehr, sehr lange. Fangen wir an. Ich möchte, bevor ich das Video anfange, euch sagen, das Video, das mache ich nicht, um anzugeben, schaut mal, was die Firmen an mir alles senden, sondern ich möchte Danke sagen diesen Firmen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil ich kann nicht ein Video alles austesten und ein Video über alles machen, weil das wird unendlich sein. Und ich möchte einfach auf diesem Weg Danke sagen den Firmen, was die mir alles geschickt haben. Und ich verlose auch einige Sachen, also bleibt dran. So, wo fange ich an? Oh mein Gott. Also fangen wir an zuerst mit Clinique. Ich habe natürlich alles aufgemacht, weil ich war zu neugierig, was drin ist. Als erstes habe ich bekommen von Clinique, in dieser süßen Schachtel, die jetzt ganz demoliert ist, da war das drin, das ist meistens immer die Broschüre, also Sachbuchbroschüre auf Deutsch, denke ich, ja, wo die Neuheiten vorgestellt werden. Ich sehe da erhältlich auch ab Oktober, es ist möglich, dass ich das Paket schon längere Zeit erhalten habe, vor längerer Zeit. Das sind die neuen Farben der Clinique Chubby Sticks Intense Moisturizing Color Lip Color Balms. Das ist nur, glaube ich, einer ihrer Bestsellers. Das war so süß verpackt in so Papier, wo überall drauf steht Clinique, Clinique, Clinique. Und dann hier hat so coole Sticker drauf, so ein Lippenstift, einen alten Schlatterspieler, und eine, wie sagen wir das, aus Papier kann man ja kleine Flugzeuge machen, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich und mein Deutsch. Und das sind die vier neuen Farben. Und was ich cool fand, das kam jetzt in so einem süßen Säckchen, so ein pinken. Und was ich cool fand hier, zuerst dachte ich, was ist das? Ein silberiger Lippenstift? Nein, das ist von Stabilo, einfach eine, nicht ein Bleistift, sondern einfach eine Farbe, ja. Das fand ich cool, vor allem so dick, das habe ich noch nie gesehen. Einfach, hier sieht einfach eine normale Farbe. Und ja, hier steht zwar 2 in 1, Woody 2 in 1. Ich weiß nicht, was es ist, könnt ihr mich aufklären, was das Spezielle daran ist, 2 in 1, das war drin. Und dann kommen wir zu den vier neuen Farben, die es seit Oktober gibt. Und ja, einmal habe ich hier, das ist Fulces Fuchsia 20. Kann ich das mal swatchen? Die sind brutal cremig. Oh, die riechen auch toll. Dann haben wir hier, das ist die Farbe 13 Boldest Bronze. Die sind alles so, die glänzen so. Die sind richtig glänzend. Ich kann vorstellen, Moisturizing heißen die ja. Das heißt, die pflegen die Lippen. Die nächste Farbe ist die Nummer 14 Robust Rouge. Das ist nicht so meine Farbe, also die anderen zwei schon. Also ist auch hübsch, aber ich denke, ich würde nicht so ein dunkles Rot nehmen. Und das ist jetzt meine Lieblingsfarbe, das ist die Nummer 16. Jetzt für den Sommer, also für den Frühling, ist wieder perfekt. Plumped Up Body. Die Nummer 16. Also in Koralle, echt super. Das ist jetzt meine absolute Lieblingsfarbe. Und ich muss sagen, die riechen toll, die riechen nach... Okay, wisst ihr nach, was es riecht? Jetzt kam ich nicht auf die Idee, was es ist. Das ist, wisst ihr das, von Karneval, die Farben, die man in den Geschäften kaufen kann. Die riechen genauso, aber ich mag den Geruch. Das sind eben die vier neuen Farben, die es gibt von den Chubby Sticks Intense Moisturizing Color. Danke vielmals, Clinique, für diese. Kommen wir zu diesem silbrigen Umschlag. Das war von Batiste. Batiste verkaufe ich ja auch selber im Online-Shop. Den Link kann ich euch mal unten senden, wenn ihr möchtet. Und zwar ist das der XXL Volume Dry Shampoo. Hier kommt wieder alles die Pressemitteilung. Ich muss sagen, ich mag Batiste sehr, aber mit den dunklen Haaren mag ich nur den Dark. Denn für dunkle Haare, weil Problem ist, die geben zwar mega Volumen, aber du musst es mehr auskämmen, da das weiß ist. Und bei meinen dunklen Haaren sieht man das. Aber eben, zum Beispiel, ich habe auch jetzt Batiste drauf, aber das wisst jetzt nur ihr. Mal auch an Batiste, um mir das XXL Volume Dry Shampoo zugesetzt zu haben. Das nächste ist von Rausch. Wurde mir zugesendet. Rausch ist ja diese natürliche Farbe. Ich kenne das noch dazu mal, als man mir die Kopfhaut verbrannt hat. Das ist der dumme Friseur vor fast 10 Jahren. Habe ich auch Rausch-Produkte benutzt, um mir die Kopfhaut zu retten. Das sind alles Anti-Schuppen-Shampoos. Anti-Schuppen-Shampoo, Anti-Schuppen-Spülung, Lotion und spezielles Shampoo. Das ist das Anti-Schuppen-Spülung. Anti-Schuppen-Spülung, ja. Die riecht eigentlich nicht speziell. Dann hier habe ich das Anti-Dat-Ruf-Lotion. Ah, das kann man genau... Ah, okay. Das hat so einen speziellen Pumpmechanismus.
man das gezielt auftragen kann. Dann einmal das Anti-Schuppen-Shampoo und das Spezial-Shampoo. Das Weidenrinde, es riecht brutal nach Rinde, wenn ich mich richtig erinnere. Sieht auch so aus, aber es hat meiner Kopfhaut wirklich geholfen. Ja, das riecht wirklich nach Rinde, so klassische Rinde, wenn ihr im Wald seid. Es riecht recht natürlich. Dann das ist das Anti-Schuppen-Shampoo. Das riecht recht gut. Das riecht irgendwie nach Waschmittel. Aber das riecht toll. Das nächste Paket ist von Yankee Candle. Und das tue ich jetzt auch verlosen. Schaut in der Infobox nach, was ihr machen müsst, um das zu gewinnen. Eben hier wurde von Yankee Candle Team das zugesendet. Genau, das sind die neuen Kerzen von der Reihe Baby is Funny Outside and Cozy Inside. Die sehen so aus. So, das hat ein bisschen weihnachtlich, aber jetzt auch für den Winter, wir haben ja immer noch Winter, ich denke, bei euch hat es auch geschneit, ist das perfekt. Und hier jetzt auch so eine kleine. Die muss ich sagen, die riecht ein bisschen nach, wie heißt es, dem Baum, den man im Auto reintut, damit es im Auto gut riecht. Es riecht ein bisschen nach dem. Und das andere ist einmal Yankee Candle Perry Trifle. Verzeiht mir meine Aussprache. Ist Winter Glow. Und die letzte ist Cozy by the Fire. Und dann hat noch Zünhölzli. Das sagt man uns Schweizerdeutsch. Streichhölzer auf Hochdeutsch, genau. Also dieses Set könnt ihr gewinnen. Eben wie gesagt, schaut in der Infobox nach. Kommen wir zum nächsten. Das ist alles von MAC. Fangen wir mal an. Was haben wir hier? Genau, das war einmal von der Weihnachtskollektion. Das ist leider nicht mehr gut. Das waren die Weihnachtsgrüße von MAC Schweiz. Ich habe das gesehen, das war, glaube ich, dieses Produkt gab es in der Weihnachts-Limit Edition. Das sieht so aus. Das Packaging finde ich ein bisschen recht retro, so 80er Jahre, nein 60er Jahre würde ich sagen. Sieht so aus, da hat es drei Lippenstifte drin und jetzt lass mich lügen, ich weiß nicht, also sind drin einmal Saint German, Let's Rendezvous und Wind It and Dine It. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, in welcher Reihenfolge das sind. Ich nehme jetzt einmal an von hier, das wird St. German sein. Sieht man das überhaupt? Das wird St. German sein. Let's Rendezvous, nehme ich an in der Mitte. Und dann Wind It, Dine It. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann euch das mal swatchen. Das sind auch wieder toll pink. Oh, tolle Farbe. Dann die in der Mitte. Die sind jetzt nicht so deckend, die sind eher so sheer finish. Und noch der letzte, den dunkleren. Oh, der ist toll. Der ist toll. Das sind die drei Swatches von dieser kleinen Palette. Die ist mega süß. Ich muss sagen, das Packaging ist ein bisschen komisch, dass hier das mit... seht ihr das? Das macht ein bisschen so. Aber so eben so 60er-Jahre-Style. Aber sonst ist es mega süß. Danke vielmals, MAC. Kommen wir zu dem nächsten MAC-Paket. Ich glaube, das... Es ist, glaube ich, schon von Oktober bis jetzt, was mir zugesendet wurde. Und zwar, das war die Limit Edition. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich das erst jetzt zeige. Und zwar, einmal ist das die MAC Dark Desiree. Und einmal sind dabei, das habe ich auch schon ausprobiert, von Huggable Lips. Hier steht, hinten sehe ich, das wurde ab 26. Dezember, das heißt, gab es das im Geschäft zu kaufen. Ich bin gar noch nicht so spät dran. Und das ist ab 28. November, ich denke, die sind einfach Dark Desires. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Schauen wir mal, was drin war. Es kommt immer so ein süßes schwarzes Täschchen. Und überall MAC draufgeschrieben. Das ist das drin. Dann haben wir hier mal Fluid Line. Ich liebe den Fluid Line Eye Gel Liner. Und zwar, ich habe ja einen Black Track. Und das ist die Farbe Blitz and Glitz. Okay, das ist eher so ein grünliches mit Gold, also ein Grün mit Goldschimmer. Jetzt habe ich einen Pinsel genommen, der passt zwar nicht gerade dazu, aber jetzt nur um euch das zu swatchen. Okay, das sieht, es ist eher, auf dem Arm sieht es eher so schwarz aus mit goldigem Schimmer. Sieht eigentlich gar nicht so grün aus. Ja, es ist eher goldlich, so schwarz mit Goldschimmer. Also als Eyeliner, denke ich, kann man auch so tragen, jetzt vor allem in Winterzeit, weil es ist nicht schwarz, es ist doch ein bisschen hell. Okay, also ich würde sagen, es ist so braun mit Goldschimmer. Und Fluidline, ich liebe diese, eben Black Track ist mein Lieblings, der schwarze. Packt man ja nachher auf dem Lid auf mit dem Pinsel, also nicht mit so einem, sondern mit dem angeschrägten oder so einem feineren. Oder man kann es als Base benutzen auf dem ganzen Augenlid. Dann haben wir hier einen Glaze Lipstick in Ring My Bell. Oh, der ist ganz toll. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist so ein Nude. Habe ich noch Platz? Ja.
Okay, man sieht sich gleich, ich kann mir vorstellen, man sieht das überhaupt nicht in der Videokamera. Oder vielleicht ein bisschen den Schimmer, das ist wirklich ein Nude, was ein bisschen glänzt, ein bisschen goldigen Schimmer hat. Aber ich denke, man sieht das vielleicht nicht so in der Kamera. Der ist eben so Glaze Finish von MAC, das heißt eher so durchsichtig. Oh, ich liebe den Geruch von MAC Lippenstiften. Dann habe ich hier die nächste Farbe, ist, das ist ein Hugable Lip Color. Oh, die haben eine coole Verpackung und das ist Love Beam. Beam, ja. Die sieht ein bisschen anders aus als die sonst die anderen Lippenstifte von MAC. Oh, das ist ein starker Schockton, aber jetzt, ich hoffe, dass bald der Sommer kommt. Dann ist das perfekt. Ich swatche euch das mal hier. Okay, ich hoffe, ihr seht was. Das ist diese Farbe, die ist wirklich wunderschön. Sie ist auch so glossy-mäßig. Sie ist nicht allzu deckend. Also sie ist schon deckend, aber sie nicht wirklich ganz deckend. So, wie zum Beispiel hier seht ihr die von Clinique. Und zwar heißt dieser Lippenstift Commotion. Wieder die gleiche edle Verpackung. Oh, dieses Mal ein dunkler, so dunkelroter, dunkelviolett meine ich. Das ist dieser. Momentan bin ich am Experimentieren, weil jetzt für den Winter, für die dunklere Jahreszeit ist doch das sicher auch eine coole Farbe. Und hier habe ich noch, als letztes war denn ein Eyeshadow, und zwar Into the Whale Eyeshadow. Ich weiß nicht, ob das, das sieht ein bisschen komisch aus. Zuerst dachte ich, es ist ein Refill, aber nein, es hat so eine Verpackung, die sieht so aus. Ah, und die Farbe ist, die heißt Tink Kind. Tink King. Tink Kink. Oh mein Gott, meine Aussprache, verzeiht mir. Das ist wirklich ein Weiß. Ein Weiß-Weiß. Kreideweiß. Das ist sehr deckend. Das Einzige ist, es hat auch ein bisschen Schimmer. Es ist ein bisschen krümelig. Kommen wir zu dem nächsten Paket, vom letzten Paket von MAC. Also MAC war ganz verrückt. Danke vielmals, MAC. Oh mein Gott, ich liebe ja MAC.